Hallo, ich bin die Dorothee Völlmer. Jetzt gerade 34 Jahre alt. Es ändert sich aber. Und wohne in Köln. Ein Bulli ist halt super. Und traumhaft daran ist, dass man so frei ist, dass man sofort wegfahren kann, wenn man keine Lust mehr hat, da zu verweilen. Und ja, das habe ich jetzt im Urlaub auch gemacht mit Surfen, Wellenreiten. Es ist ein Traum. Ja. Es macht wirklich wahnsinnig Spaß. Also es ist sportlich, es ist meditativ, es geht nur mit den Wellen, nicht gegen die. Und die Kraft ist halt jeden Tag anders. Es ist genial. Ich bin aufgewachsen in Birkenau, das ist bei Weinheim. Und das ist so Ochewald, also hessisch. Wobei Weinheim ist schon Baden-Württemberg, also so Mischmasch zwischen hessisch und baden-württembergisch. Gell? Aber ja, da bin ich aufgewachsen und da habe ich auch Handball gespielt und den ganzen anderen Quatsch. Und auch bin ich auch reiten gegangen, wie das halt so ist als Mädchen. Ja, der Dialekt ist nicht wirklich sexy, gell? Als ich vom Stadttheater Kiel hier nach Köln gekommen bin, ich gedacht, okay, da bin ich halt surfen gegangen, Windsurfen. Ich brauche irgendeine Sportart, die mir gefällt, um fit zu bleiben als Schauspieler. Ja, und dann habe ich irgendwann aus dem Hinterhof singende Menschen gehört, die komische Bewegungen gemacht haben, dann bin ich bei Capoeira gelandet. Auch geiler Scheiß. Ich habe 10 Jahre lang kein Saxophon gespielt, habe aber davor ganz lange Saxophon gespielt und heute ist so bei der Aufnahme die Premiere. Und das ist mein Vater. Meine Tochter.